CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir befassen uns heute mit einem Gesetz, das nicht häufig Gegenstand der Beratungen hier im Plenum ist und dessen Ausführung sich meist im Verborgenen vollzieht. Und doch ist es ein Gesetz, das von großer Bedeutung ist für unsere Gesellschaft. Mit dem BND-Gesetz treffen wir als Parlament eine Entscheidung darüber, wie weit wir als Gesellschaft gehen wollen, um uns zu schützen, welche Befugnisse wir unseren Nachrichtendiensten einräumen, um uns, unsere freiheitliche Lebensart und unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung zu bewahren und zu verteidigen. Das BND-Gesetz ist also ein Gradmesser dafür, wo wir als Gesellschaft die angemessene Balance zwischen Freiheit und Sicherheit sehen. Freiheit und Sicherheit, so häufig es gesagt wird, so richtig ist es. Das sind nämlich gerade keine Gegensätze, sondern sie bedingen einander. Ohne Freiheit gibt es keine Sicherheit. Ohne Sicherheit kann sich Freiheit nicht entfalten. Und deshalb geht es auch gerade nicht darum, pauschal das eine gegen das andere auszuspielen, wie der ein oder andere Kollege es gerne tut. Nein, es geht darum, eine kluge, eine differenzierte Abwägung zu finden. Und wenn wir heute in diesem Hohen Haus ein Gesetz zur Änderung des BND-Gesetzes beschließen wollen, dann bezwecken wir damit genau das. Wir treffen eine kluge Abwägung. Wir halten die Befugnisse der Behörden im Einklang mit den Grundrechten unserer Bürger und wir stärken damit Freiheit und Sicherheit in Deutschland. Zugleich ziehen wir auch die Konsequenzen aus mittlerweile 3 Jahren NSA-Untersuchungsausschuss. Wir alle haben bei unserer Arbeit gesehen, dass es in der Vergangenheit Missstände gab im BND, und wir alle haben gesehen, dass deshalb an einigen Stellen es Verbesserungsbedarf gab. Und deshalb stärken wir mit dem Gesetzentwurf zum Beispiel ganz bewusst den Schutz von EU-Bürgern, denn für uns ist klar, die Verteidigung unserer Freiheit, das ist heutzutage keine rein nationale Frage mehr, sondern da müssen wir als Europäische Union, da müssen wir als westliche Wertegemeinschaft zusammenstehen. Wir leben heute in einem geeinten Europa, in einem Europa ohne Schlagbäume, aber in einem solchen geeinten, modernen Europa müssen doch auch die Sicherheitsbehörden über die Grenzen hinweg zusammenarbeiten. Wenn die Belgier, die Polen, die Spanier oder wir Deutschen eine Information haben über einen Terroristen, über einen bevorstehenden Anschlag, dann müssen diese Informationen geteilt werden, und zwar nicht mit den Mitteln des 20. Jahrhunderts, nicht per Brief mit Stempel und Unterschrift, sondern mit den Mitteln des 21. Jahrhunderts über Glasfaser in einer gemeinsamen Datenbank. So sieht moderne internationale Zusammenarbeit im 21. Jahrhundert aus. Und wir sagen dabei auch, in einer Welt, in der Krisen und Konflikte in fernen Regionen sich immer unmittelbarer auf unser Leben in Europa und in Deutschland auswirken, in einer solchen Welt müssen wir, muss der BND in der Lage sein, mit modernsten Mitteln Informationen zu sammeln, damit wir eben nicht nur von anderen Ländern abhängig sind, sondern damit wir als Bundesrepublik Deutschland ein breites und fundiertes Bild haben von dem, was in der Welt geschieht. Und hierzu gehört für uns ganz klar auch die Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung, denn Al-Qaida und der IS kommunizieren heute nicht mehr per Postkutsche und Brieftaube. Und deshalb ist es wichtig, dass der BND dort aufklärt, wo die Informationen liegen. Und das sind nun einmal im 21. Jahrhundert die weltweiten Datenströme. Das ist nun einmal die internationale Kommunikation. Und gerade in den vergangenen Tagen hat uns diese Aufklärung, hat uns der Austausch von Informationen mit unseren internationalen Partnern vor einem schrecklichen Anschlag bewahrt. Denn der syrische Terrorist aus Chemnitz, der wurde nicht durch schöne Sonntagsreden gefasst, sondern der wurde gefasst, weil unsere amerikanischen Freunde uns da geholfen haben. Und auch das darf und muss man in diesem Hohen Haus einmal sagen. Und ja, man kann der Meinung sein, dass das Grundgesetz das Telefonat eines Syrers im Irak mit einem Afghanen in Pakistan im selben Maße schützt wie ein Ortsgespräch in Berlin. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, dieser Meinung sind wir eben nicht. Diese Meinung ist weltfremd und sie ist vor allem meilenweit von dem entfernt, was der Verfassungsgeber sich mit dem Fernmeldegeheimnis gedacht hat. Und Sie wissen auch ganz genau, dass das Bundesverfassungsgericht 1999 in seiner Entscheidung über die strategische Fernmeldeaufklärung des BND diese Ausland-Ausland-Fälle bewusst ausgespart hat.
Der wesentliche Punkt ist doch, dass die wichtige Arbeit des BND auf eine noch bessere rechtliche Grundlage gestellt werden muss. Und genau das tun wir mit dem vorliegenden Entwurf. Und wenn wir das tun, dann tun wir das auch und nicht zuletzt für die Mitarbeiter des BND und unserer Sicherheitsbehörden, die nämlich Rechtssicherheit benötigen in der wichtigen Tätigkeit, die sie Tag für Tag für unser Land erfüllen. Denn anders, als es die Opposition uns gerne glauben machen will, sind es keine finsteren James-Bond-Bösewichte, die jeden Morgen mit dem Ziel aufstehen, Grundrechte zu verletzen und einen Überwachungsstaat zu errichten, sondern das sind ganz normale Männer und Frauen mit Familien, mit Hobbys, mit Kindern, die unter schwierigen Bedingungen eine hervorragende Arbeit leisten, damit Sie und wir alle so leben können, wie wir das tun, nämlich in einem friedlichen und sicheren Land, in Einigkeit und Recht und Freiheit. Sie, liebe Kollegen von der Opposition, Sie nutzen dieses wichtige Thema zur Selbstvermarktung und zum Klamauk. Aber wir als Koalition, wir wollen einen starken BND, wir wollen handlungsfähige Sicherheitsbehörden. Und deshalb tun wir das, was nötig ist, und stärken mit unserem Gesetzentwurf Sicherheit und Freiheit in Deutschland. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt hat die Kollegin Martina Renner, Die Linke, das Wort.